Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Battlefield 1. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem zweiten Kapitel, meine Freunde. Ich habe nichts mehr zu setzen, du Idiot. Das Flugzeug. Lächerlich. Warum denn nicht? Ich bin ja sowieso besser als du. Was hast du denn? Jetzt ist Zahltag, Blackburn. So war das nicht geplant. Aber weißt du, ich glaube, ich nehme das Flugzeug trotzdem. Was zum... Verdammt nochmal! Du hast verloren, ich hab gewonnen! Das Problem ist, Rackham, es ist ein sehr schönes Flugzeug. Und du bist ein Trottel. Ich hab dich wieder besiegt, verdammt! Halt dich bloß von meinem Vogel ab! Du Angstkerl! Das kannst du nicht machen, ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Mein Name ist Clyde Blackburn. Ich bin Pilot und ein Spieler. Ich bin George Rackham! Ich bin George Rackham, verdammt! Hör mir zu! Bleib bloß von meinem Vogel weg, du Mistkerl! Wenn man mich nach meinem größten Fehler fragt, dann müsste ich wohl sagen, ich bin nicht besonders ehrlich. Willkommen an Bord! Ich bin Wilson und du bist sicher George Rackham! Klar, ich bin Rackham! Ich bin dein Mann! Na los! Bringen wir den Vogel in die Luft! Du bist George Rackham, Sohn des 4. Earl of Windsor. Genau! Piep, piep, altes Haus! Ja, und wir können jetzt, glaube ich, Flugzeug fliegen. Ne? Hoffe ich mal. Wird bestimmt spaßig. Hey, du da hinten! Großartiger Tag für ein Picknick, findest du nicht? Unbedingt. Siehst du das Flugzeug da vorne? Zu dem musst du aufschließen. Alles klar, wie mache ich das? Nähere dich dem Jäger, um den Test zu starten. Ah, okay. Was redest du da von Mädchen? Das hier ist ein Testflug. Du musst der Route folgen, die dir das andere Flugzeug vorgibt. Okay, du bist der Boss. Okay, ist ein neues Flugzeugmodell, das gerade an der Front eingetroffen ist. Habe ich nicht geschafft zu lesen, aber egal. Okay, wir können können wir auch schießen? Nö, können wir nicht. Wir können nur zoomen. Einsatzziel abgeschlossen. Okay. Wo ist er denn? Da unten, okay. W mit Gas, ja, mache ich schon die ganze Zeit. Ich gebe schon die ganze Zeit Gas. Bleib in der Nähe, okay. Mache ich. Ist dieses Flugzeug etwa zu viel für dich? Näher ran. Mache ich doch. So nicht, dass wir irgendwie so gegen den Berg knallen. Ja, noch näher oder was? Hey, pass auf! Okay, diese Distanz halten. Alles klar. Festhalten, Wingnut! Kannst du ihm folgen oder nicht? Ganz ruhig, hab alles im Griff! Dann gib Gas und leg los, verkürze die Distanz. Ja, mach ich, aber nicht, dass du jetzt sagst, zu nah dran. Okay. Bin gespannt, wie sie sich in einem Luftkampf schlägt. Die Waffen sind übrigens gesichert, nur für den Fall, dass du auf dumme Gedanken kommst. Langsam verstehst du mich. Wie schön. Okay, und jetzt folge dem verbündeten Flugzeug. Ja, mach ich. Ah, deshalb kann ich nicht schießen. Oh, shit. Oh shit, na das war schon mal, ja, nicht gut, ne? Oh, der hat aber nicht lang gelebt, der Typ. Ja, machen wir gleich nochmal. Ich weiß jetzt nicht, wie sie sich in einem Luftkampf schlägt. Die Waffen sind übrigens gesichert. Ah, okay. Nur für den Fall, dass du auf dumme Gedanken kommst. Langsam verstehst du mich. Wie schön.
Müssen wir wieder folgen? Okay. Nicht, dass wir wieder kollidieren. Ja, irgendwie bekommt er keinen Aufschub hier. Ich weiß auch nicht. Bristol funktioniert genau wie jedes andere Flugzeug. Mit weniger Gas kannst du engere Kurven fliegen. Wenn du langsamer fliegst, kannst du schneller abdrehen. Ah, okay. Mal sehen, was er noch kann. Bleib einfach an ihm dran. Nicht, dass wir wieder kollidieren oder so. Ja, wir haben ihn nur eingeholt. Was für ein Spaß! Hast du auch Spaß, Wingnut? Ich heiße Wilson und du sollst aufpassen. Augen nach vorne! Was war denn das da? Links. Gib mehr Gas und bleib an ihm dran! Ja, der ist aber schon ziemlich flott, ne? Oh oh. Oh, war das knapp. Du fliegst gut, wenn auch nicht immer ganz nach Vorschrift. Vergiss die verdammten Vorschriften und lebe mal ein bisschen! Wohin will er jetzt? Lass ihn! Siehst du die Zielballons? Waffen überprüfen! Feuer frei! Ja, endlich schießen! So. Da ist noch einer. Und noch einer. Und der letzte. Siehst du die Ziele am Boden? Ja, ich sehe sie. Setz Raketen ein, damit du ein Gefühl für Angriffe auf Bodenziele kriegst. Wie denn? Waffe wechseln mit zwei. Ah, habe ich aber nicht getroffen, ne? Nochmal. Nochmal. Da. Oh, das war aber knapp. Reparieren. So. Ist da noch mehr? Da liegt noch was. Sauber. Und? Gibt's noch was? Da hinten. Da hinten. Okay, das war das letzte. Okay, kann ich mal was fragen? Klar! Warum klingt George Rackham, der Sohn des 4. Earl of Windsor, wie ein Amerikaner? Ich übernehme Akzente ziemlich schnell. Wenn die Jerrys besiegt sind, spreche ich wahrscheinlich Französisch. Aha. Du bist ziemlich misstrauisch, Wilson. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Heilige Scheiße! Deutsche! Was machen wir jetzt? Na was wohl? Wir schießen sie ab! Ja, wieso nicht einfach so jetzt beim Test fliegen kommen Gegner? Wo denn? Da. Raketen. Mist. Oh shit. Nicht getroffen. Moment mal, ich schieß gerade auf meinen eigenen. Boah, bin ich ein Vollidiot. Meine Güte. Boah, die sind aber ganz schön flink, ne? Wie soll ich denen abknallen? Die sind ganz schön flink. Ich repariere mal ein bisschen.
So. Jetzt wollen die immer abknallen hier. Verdammt, nicht getroffen. Ja, ich stelle mich ein bisschen dumm an, aber ja. Ich mache das auch zum ersten Mal. Nichts getroffen. Ah, ich finde das kacke, dass wenn ich nach oben schaue, geht der Winkel nach unten und umgekehrt. Sauber. Sauber. Einer ist kaputt. Zerstört worden. Wo ist der denn, der Typ hier? Komm, mach jetzt mal den da. Gleich explodiert er. Wo bist du, Freund? Da. Und tschüss. Verdammt. Umdrehen, umdrehen, umdrehen. Ein Problem weniger. Sauber. Aus, als wäre nur noch einer übrig. Ja, wo ist denn der Klabauter, Mann? Da. Ich schieße wieder meinen eigenen ab. Wo denn? Rechts. Irgendwo da. Ja, ah, gut, geschafft. Die Mühle hat was abbekommen. Unternimm was. Das kannst du laut sagen. Reparieren. Geht nicht. Hä? Der Beschuss wurde vielleicht das beschädigt. Reparier von da vorne so viel wie möglich. Ja, mache ich doch. Schon die ganze Zeit. So, 75. Dann haben wir wieder 100. Okay. So, das war's, oder? Noch mehr Jerrys. Oh nee. Och nee. Oh, kann doch nicht wahr sein. Wo sind die denn? Von da kommen die. Oh, die sind aber schnell, ne? Oh shit. Knallt er einfach gegen mich. Die Raketen abschießen. Ich schieße einfach irgendwo hin. Lala. Nix. Ich repariere erstmal. Wo ist der Typ? Da. Da habe ich auch schon gemerkt. So, einer ist schon mal weg. Und tschüss. Ja, langsam machen wir den Dreh raus hier. Langsam haben wir den Dreh raus. Da ist noch einer. Und tschüss. Wo bist du? Wo bist du? Da. Umdrehen. Da ist der Typ. Ah, Mist, nicht getroffen. Ja. Den da wollen wir auch noch abknallen. Na los, na los. Nicht getroffen. So, da ist noch einer übrig jetzt. Reparieren wir immer schnell. Ja, verfolgen wir. Komm, komm, komm. Nichts getroffen. Ja, und jetzt, was ist denn jetzt passiert? Ah, okay. Zwischensequenz. Was machst du denn? Wir sollten umdrehen.
ihn! Na, scheiß auf die Basis! Hochziehen! Hochziehen! Oh oh. Entdecken wir zufällig, wo die Deutschen ihre Munition für die halbe Westfront lagerten. Und mit Wilsons Fotos konnte das Hauptquartier einen Angriff starten. Es gab nur ein Problem. Ich bin nicht sicher. Ach komm schon, das war großartig. Dafür kriegen wir eine Auszeichnung. Wir hätten gar nicht dort sein dürfen. Wenn der Commander die Fotos sieht, ist das egal. Wir waren echt gut. Und können es wieder sein. Ich habe einen Vorschlag. Wenn wir das durchziehen, dann musst du mir jetzt versprechen, dass du mich in einem Stück zurückbringst. Klar doch. Verspreche es. Ich will dein Wort. Okay, ich verspreche es. Bleib hier. Und mach mir ja keinen Ärger. Herein. Ich mochte den Kerl irgendwie. Aber er war ziemlich naiv. Sir, Sie sollten sich die hier mal ansehen. Bei allen Heiligen, Sie müssen einen Wahnsinnspiloten. Ehe wir es uns versahen, waren wir wieder in der Luft. Wir hatten Befehl, den Weg für die Bomber freizumachen, damit sie diese Festung zerstören konnten. Aber vorher sollten wir ihre Luftschiffbarriere abschießen. Stell dir mal vor, du bist Späher auf so einem Luftschiff. Echt gehabt, Fritz. Als nächstes mussten wir uns um ihre Flugabwehrwagen kümmern. Der Angriff war schon in vollem Gang, als wir ankamen. Wir mussten alle Verteidigungsstellungen ausschalten und dann unsere Bomber zum Ziel eskortieren. Ziemlich viel verlangt, aber sie sagten, ein Sieg könnte den Verlauf des ganzen verdammten Krieges verändern. Na dann. Wir waren natürlich alles andere als begeistert. Jetzt, wo wir es tatsächlich machen, fühlt es sich richtig gefährlich an. Vertrau mir und schnall dich auf! Zerstöre feindliche Luftschiffe, okay. Hol die Luftschiffe unter, damit der Weg für unsere Bomber frei ist. Treffe ich von da? Ja, treffe ich. Sauber. Da ist noch einer. Das Aufladen, das dauert ein bisschen. So, da ist noch einer. Komm, komm, komm. Komm, 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 bevor die wir gegenknallen. Schnell. Sauber. Okay. Reparieren wir mal kurz. Hier, die müssen wir auch zerstören. Nebenbei. So. Und wo ballern die? Ah, von da. Okay. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Schnell. So, geht doch. Geht doch. Das sind nicht mehr viele, oder? Gut, da ist noch einer. Ah, okay. Geschafft. Was? Ein neues Einsatzziel. Alles klar, gut. Okay, Leute, wir machen mal hier unseren nächsten Zwischenstopp. Ich hoffe, es hat euch gefallen und in der nächsten Folge, ja, erlegen wir diese Flugabwehrwagen. Also, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Euer Almorema. Tschüss.